Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community hier bei Station, jetzt mit dem wunderschönen Chrissy auf dem Titan. Und ja, ich musste die letzte Folge mal ein bisschen abhaken. Also ich musste mal kurz wohin. Deswegen musste ich mal kurz die Folge beenden. Aber es war ja eh vorbei, ne? Von daher ist ja alles gut. Wir brauchen mal Stahl dafür. Mann, ey. Iron. So. Und immer dieses Hin und Her mit dem Scheiß hier, das geht mir auf den Sack. So, wir brauchen ja noch. Haben keinen Stahl mehr. 18 Gramm haben wir noch. Wir brauchen drei. Was? Nein, Airlock wollte ich ja gar nicht bauen. Defend, genau. Wir brauchen jetzt noch zwei. So, dann brauchen wir noch zwei Passive-Fans. Ich glaube, wir müssen noch mal. Wir müssen noch mal. Wir müssen noch mal Dings machen. Mal müssen wir mal jetzt hier noch mal. Wir müssen, warte mal, drei, wir brauchen drei Passive-Fans. Drei Passive-Fans brauchen wir. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal kurz das Zeug wieder loswerden. So, 1, 2, 3 Passive-Fans, dann brauchen wir jetzt noch Rohre. Oh, ich muss mal mein Mikro hier ein Stück an der Seite packen. Das stört mich nämlich schon wieder. Kann schon wieder nicht sehen. Ach, Silizium, wo habe ich denn das jetzt hingeschmissen? Ach, das ist hier vorne drin, ne? Zum Glück kommt das immer zuerst raus. Okidoki. So, Flintskin. Ja, die machen hier einen Lack, das ist gut. Die müssen wir jetzt aber abwarten zur Saat, weil wir haben nur noch zwei Switchgrass. Oh, wartet, bevor wir jetzt hier alles verbrennen. Nein, anhalten. Wir brauchen ja noch Valve, genau. Das wollten wir bauen. Zwei Stück. Wir brauchen Rückschlagventile. Sonst equalisieren sich die beiden Raumatmosphären. Und die würde ich schon gerne abtrennen wollen. Na, können wir noch 12 Rohre bauen, dann ist der Stahl schon wieder alle. Alter Vetter. Nee, gar nicht. Was, ich lüge doch schon wieder hier. Ich lüge doch schon wieder. Wusste ich doch, wir haben doch Stahl hergestellt. Also, ich, also Leute. So, dann brauchen wir noch Hydroponics, dann brauchen wir noch isolierte Rohre, dann brauchen wir auch, wir brauchen noch so viel Kram. Rohre brauchen wir auch noch oben drüber nachher. Wir brauchen dann eine Filtration, dass wir den Sauerstoff rausgefiltert kriegen. CO2 erzeugen wir durch die Verbrennung, genau, und durch die Kohle. Und da könnte man jetzt überlegen, ob wir gleich Harveys bauen. Oder ob wir es erstmal so lassen. Ich würd sagen, wir lassen uns hier mal Platz für die Harveys. Aber wir bauen erstmal normale Hydroponics auf, würde ich sagen. Ach so, ja, Hydroponics, auch das Stichwort. So, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr.
Die Batterie ist natürlich wunderbar leer. Den Radiator lassen wir mal noch. Ich glaube, da kann man immer noch nur 5 Stück stapeln übereinander, glaube ich, ne? Ja. Komm, 6 sind erstmal gut. Dann brauchen wir noch Insulated Pipes. Für den Wasseranschluss. Da können wir ja einfach hier rausgehen. Oh, da kommen wir nicht lang. Das ist schlecht. Ah, dann müssen wir hier rausgehen. Und hier raus gehen wir darüber, dann haben wir doch schon Wasser. Ja, 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 das können wir so machen. Ich denke so, hä, was ist das denn jetzt hier? So, pass mal auf. Und zwar, wenn wir jetzt hier durchgehen, da sie ja isoliert sind, passiert ja nichts. Wieso geht denn das nicht? Wieso? Bei Pipe Corner? Ja, wegen, weil wir am Wasser rumgespielt haben hier, am Wasserrohr. Können wir die jetzt eigentlich darüber werfen? Ja, können wir. Ist ja lustig. So. Sehr schön. So, ja, warte, wenn ich das jetzt mache, funktioniert das wieder nicht. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Türen bauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ja, ich denke, so und so sollten wir das schon machen. So, jetzt hier oben. Achso, nee, warte, wir machen erstmal die Passive Vents. Machen wir einen hier hin. Und den anderen machen wir. Warte, welcher ist denn draußen? Das ist draußen hier. Einer machen wir. Hier, warte, nee, machen wir hier hin. Hier hin, so. So. Dann das Röhrchen nehmen. Da würde ich sagen, immer so. Ja, wenn ich mal was sehen würde. Ja, so, ne? Ja. Hammer. Und jetzt der. Hammer. So, jetzt brauchen wir noch ein Passive Vent. Das wird dann quasi der hier. Der wird dann für den Druckausgleich zuständig sein. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir mit dem Rohr da unten noch lang kommen. Ah ja, siehst du, das dachte ich mir. Oh, Mann, nee.
Alter, willst du mich rollen? Aber wieso geht denn das nicht? So, jetzt kühlen wir doch hoffentlich nicht unser Wasser. Ja, wahrscheinlich doch. Ja, wir brauchen mehr Kabel, würde ich sagen. Und dann könnte das ja fast was werden hier mit uns. Ja, wir werden jetzt ein bisschen Batteriepower verlieren, weil wir natürlich Gase oder jetzt ein Vakuum haben. Da hat die natürlich ein bisschen Probleme, die Batterie. Und auch bei der Kälte hat sie Probleme. Wir werden also ein bisschen was wasten. Das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass das Wasser jetzt nicht warm wird. Weil ich glaube, die Hydroponics geben, glaube ich, Wärme an die Umgebung ab. Kabel brauchen wir. Die geben nichts ab an die Umgebung. Oh, yeah. Oh ja, alles klar. Wir lassen die jetzt bis zur Saat wachsen. Dann nehmen wir die Saat raus, dann pflanzen wir sie neu. Das nervt, dass man da immer wieder loslassen muss. Ja, man kann nur einfach sagen, hier, pass auf, ich lasse jetzt hier drückt und dann nehmen wir das alles raus. Aber ja, 60 Stück, sehr schön. Ja, ist gut jetzt. Was braucht man eigentlich noch hier drüben? Growlights brauchen wir noch. Growlights, genau. Ich glaube, dafür brauchen wir Invar. Kann es sein? Stahl.
getrunken, Alter. Junge. Wir machen erstmal zwei Growlites. Zwei Growlites. Und wir machen noch ein paar Hydroponics. Wie sieht es aus mit der Batterie da drüben? Ein Punkt. Immerhin, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Sechs Stück haben wir, glaube ich, gemacht, ne? Sind das sechs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir nochmal sechs Stück drauf. Ja, das reicht. Oh, da drinnen ist irgendwas. Ha! Das ist viel neu verschwunden. Okay, wie sieht's denn aus hier drin? Ah, das war flüssiges Volatiles. Ja. So, okay, dann kann ja der hier eigentlich auch mithelfen gleich. Wenn der denn mal Strom hat. Oh, ey. So, dann kann der ja mithelfen, ne? Ja, der kann auch mit rauspusten. Dann sollte es hier schneller gehen. So. Zwei Pupsis haben wir schon. Was ist das hier? Liquid Volatiles, ja. Ja, könnt mich doch mal mit euren Liquid Volatiles. Ich denke, das ist okay so. Können wir hier was um die Ecke legen? Ja. So, hier kommt jetzt dann noch ein Dings dazwischen, ein Trafo, nee, Quatsch, hier kommt noch ein Dingens dazwischen, Dingsbums hier, seitdem ich Dingsbums kenne, kann ich die Welt erklären. Eine APC kommt hier noch zwischen und dann sind die Growlights nämlich von der APC abgekoppelt und hier kommt dann der Chip hin, der das Ganze steuern wird, genau. So. Genau, so machen wir das später. So, jetzt brauchen wir hier noch noch einen Wasseranschluss. So, haben wir. So, jetzt müssen wir draußen noch die Rohre verlegen. Hier kann ja erstmal vakuumiert werden weiter. Ich denke mal, die sollten ja schon fertig sein, oder? Ja, die sind schon fertig. Aber hier dieses Liquid Volatiles hier, das müssen wir mal mitnehmen. Ja, genau. So macht man das. Ach so, weil der ist voll. Ah, deswegen. Dann nehmen wir es so mit. Sonst noch irgendwas hier drin? Nein. Jetzt haben wir es vakuumiert, ne? Ja. Okay.
Liquid Volatiles vergast worden. Also zergast, es ist Gas geworden. So, okay, dann machen wir jetzt hier mal Biomassenalarm hier. Wollen wir das jetzt schon machen hier? Wenn wir unsere letzten Gase verbrennen, dann können wir aber nichts mehr schmelzen. Das ist nicht gut. Nee, das machen wir nicht. Wir haben nicht mehr viel Gas. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Okay, das hat jetzt auch, ist auch kaputt hier auf einmal. Nee, ist nicht kaputt. Ist die Frage, ob wenn wir den jetzt einhausen, ob das denn besser funktioniert. Ich weiß es nicht. 1 Kilomol haben wir noch, okay. So, hier ist vakuumiert. Ja, wir brauchen hier natürlich genauso eine Heizung wie da auch. Das können wir mal zumachen. Passiert nichts. Steht da, ist ja nicht immer noch auf dem Scheiß im Weg. So, okay, wir können jetzt mal hier kurz gucken, wie wir das hier machen wollten. Also ich denke mal, wir sollten... Ach, hier kommen wir doch gar nicht rum jetzt hier, weil da das blöde Kabel ist. Oder? Warte mal, können wir hier ein Kabel verlegen? Ein Rohr verlegen? Nein. Dachte ich mir. Das ist doch schon wieder scheiße gebaut hier. Chrissy hat wieder nur Kacke gemacht hier. Ist egal, dann machen wir es so. Dann gibt es 2 verschiedene Tanks und dann ist gut. Also 2 verschiedene Druckregler gibt es dann, wollte ich sagen. Der Regulator. Muss schon mal dran denken. Schon mal so lachen. Wie Rick da auch so geguckt hat, ne? Das ist so geil. Dieses. Ich kann es gar nicht nachmachen. Ich will es gar nicht nachmachen. Der hat so ein komisches. Der hat so komisch geguckt. Der Regulator. Wir haben ein Problem. Und dann über diese 6 hin. Oh, so geil. Es war einfach nur schön. So. Jetzt haben wir Biomasse. Haben wir ja schon wieder ordentlich Biomasse. Das heißt, wir können schon wieder Stahl schmelzen. Theoretisch geht es auch ohne diesen Tank, den wir da haben. Also ich habe das schon gemacht mit dem Dings da. Die Piep hier. Ich weiß aber nicht, warum es nicht funktioniert. Also ich gehe mal davon aus, das hat was damit zu tun, weil der erstens zu kalt ist. Und zweitens, weil das Wasser wahrscheinlich zu kalt ist. Jetzt die Frage, wenn wir den jetzt einbauen, dann was passiert dann? Das weiß ich auch nicht. So, wir brauchen einen Regulator. Regulator. So. Kabel haben wir noch. Ja, 10 Kabel haben wir noch. Das müsste reichen.
Müssen wir hier noch Saatgut abgreifen, denn müssen wir mal gucken, wenn es gewachsen ist. Tja, was machen wir mit der Schleuse? Wollen wir da jetzt eine Originalschleuse reinbauen? Und dann sterben? Weil alles explodiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Regulator, achso, der muss ja hier hin. Oh nö, jetzt ist das Kabel so. Och nee, das kriegen wir doch da gar nicht raus. Was ist denn, wenn wir jetzt noch eins rüberrücken? Ja, wir rücken noch eins rüber, ne? Ja, wir rücken noch eins rüber. Das können wir so nicht lassen. Da müssen wir aber von hier anfangen. Oh, ich habe schon wieder das scheiß Tablet in der Hand. Und jetzt müssen wir von hier aus zurückbauen, weil sonst zernichten wir Gas. Was wir ja nicht wollten. So. Weil wir müssen ja nachher wahrscheinlich auch noch ans Kabel hier ran von dem komischen Gerät hier, weil wir da ja noch was automatisieren müssen. Mit dem CO2. Deswegen ist das schon ganz gut so. Das war jetzt hier so ein Knoppischaden. Da können wir das mal machen. So, dann stellen wir den auch auf 60. Dann ist das schön. Haben wir hier noch irgendwas angeschaltet, was uns den Draht hier klaut? Nö. Dann können wir eigentlich hier auch mal schon mal Druck drin machen, oder? Aber obwohl, wenn wir da Druck drin machen, dann brauchen wir auch Pflanzen. Haben wir nicht. Müssen wir erstmal warten, bis wir Pflanzen haben. Ja. Aber theoretisch, wenn wir jetzt hier ein Dings reinmachen würden, ein Rückschlagventil, dann würde der den immer leer saugen, ne? Das Rückschlagventil versucht ja immer, das ist ja wie eine Pumpe quasi, ne? Das ist egal. So können wir es lassen. So ist das schön. So. So. Jetzt müssen wir natürlich den Sauerstoff noch rausfiltern. Später. Das machen wir dann hier drüben. Hier kommt denn die Sauerstofffiltration hin mit einem wunderschönen Tank. Dazu müssen wir aber erstmal Stahl schmelzen. Dazu brauchen wir erstmal Gas. Dazu brauchen wir erstmal Eisen. Eisenski. Das heißt, Chrissy muss erstmal Eisenski besorgen. Und ich gehe nochmal rein, gucken, was hier drin los ist. Das ist, da drüben ist es genau andersrum. Da ist der linke raus, der rechte rein. Da müssen wir aufpassen. Wir haben ja eine Airlock. Wir könnten ja theoretisch eine Airlock bauen, aber wie gesagt, ich hatte beim letzten Probieren ein Problem. Beim Probieren hatte ich ein Problem. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, da drin ist ja jetzt ein Vakuum. Ja, wenn ich jetzt die Pulle hier aufmache, die Abgaspulle, dann müsste die eigentlich leer gesaugt werden, oder? Die ist nicht drin. Die müsste jetzt auf 0 gehen, oder nicht? Oh, nicht so. 4. Guck mal, wir haben schon 18 Grad hier drin. Dann kann ja die Batterie nicht mehr kaputt gehen. Ja, jetzt ist das Problem, jetzt kippe ich jetzt hier das CO2 rein, sind da die 1000 Liter weg. Da wir aber noch Eisen schmelzen müssen und wir müssen die Biomasse noch durchbraten, kriegen wir mit Sicherheit noch was. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die CO2-Kühlung bauen. Und die würde ich gerne in der nächsten Folge mit euch machen. Ich würde die jetzt mal vorbereiten und oder wollen wir sie zusammenbauen, ist mir auch egal. Aber da muss ich kurz überlegen, was alles brauchen. Da brauchen wir genug Eisen, um Stahl zu schmelzen. Wir brauchen noch mal eine Ladung Stahl, weil wir brauchen einen... Ach so, ja genau, dafür brauchten wir Inbau. Für den Kack Heat Exchanger. Das war's. Und zwar nicht Counterflow, sondern wir brauchen ein... Large Direct Heat Exchanger. Ist das der? Nein, das sind die Directs, die nicht... Wie ist denn der? Warte, Heat Exchanger, Gas.
Ja, den brauchen wir. Genau. So. Und der braucht Ingwer. Ich wusste es, dass der Ingwer braucht. Also müssen wir Stahl und Ingwer schmelzen. Das heißt, Chrissy muss dann auch noch Nickel und Iron besorgen. Also brauchen wir 40 Stacks, also 40, 4 Stacks Eisen, 1 Stack Nickel. So machen wir es. Und Chrissy wird jetzt erstmal hier. Ja, das können wir hier noch ruhig machen. Nicht hier, nicht hier, ist eigentlich blöd. Warte, 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 wir machen das anders. Ich klaue mir hier mal einen Dings. Ein Shelf hier. Na. Keine Batterie mehr, alter Mann, Junge. Es ist zum Brechen. Warum? Ja, warum? Weil kalt. Deswegen warum. So, einen klaue ich mir hier. Ja, wir brauchen ja noch Trafo und alles, genau. Warte, wir machen den mal aus hier, weil wir ja gleich wieder schmelzen wollen. Wie später? Ach, 32, Alter, da ist ja Schicht hier schon wieder. Oh, Carbon Dioxide, das nehmen wir noch mal mit. Okay, also ich besorge die Stacks und dann geht's los. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Chris.